Herzlich willkommen zur Career Talk Serie bei Gebhardt. Heute ist mein Gast Christian Kern, Ex-Bundeskanzler der SPÖ, jetzt Unternehmer. Herzlich willkommen beim Kurier. Grüß Gott, hallo. Sie haben vor kurzem bei einer Diskussionsveranstaltung so angedeutet, dass man eigentlich Herbert Kickl und die FPÖ nicht mehr überholen kann. Also, dass die eigentlich am 29. September als Sieger über die Ziellinie gehen werden. Warum haben Sie diese Überzeugung oder ist es nicht ganz richtig wiedergegeben worden? Na, das war eigentlich nicht ganz korrekt übertragen, weil meine Hypothese war eigentlich eine andere, dass man in der kurzen Zeit, die in dem Wahlkampf bleibt, die FPÖ nicht mehr inhaltlich stellen kann. Also die entziehen sich jeder Diskussion. Das ist doch eine Politik, die nicht davon lebt, dass sie gute Konzepte hat und bessere Vorschläge, um das Land zu führen. Und das war meine Hypothese, dass man die auch nicht bis zum Wahlkampf da hineinzwingen kann. Daraus resultiert aber für die anderen Parteien, glaube ich, ein logischer Umkehrschluss, dass man über die eigenen Stärken und die eigene Zukunftsvision reden muss. Und wenn das gelingt, dann glaube ich schon, dass wir Verschiebungen bis zum Wahlzeitpunkt sehen können. Ich glaube auch, dass die Ausgangssituation für die SPÖ besser ist als in den Jahren davor, ganz klar. Trotz der Umfragen, die jedes Monat veröffentlicht. Ja, die Umfragen sind das eine, aber ich glaube, rein hypothetisch ist es ja so, dass die Regierung vermutlich 15% der Stimmen verlieren wird, gemeinsam, wenn ich jetzt ÖVP und Grüne nehme. Was jetzt auch keine besondere Überraschung ist, weil die letzte Wahl war sicher eine Anomalie, wo die ÖVP durch die Decke geschossen ist und auch die Grünen, nachdem sie damals 2017 aus dem Nationalrat geflogen sind, wieder stark zurückgekommen sind. Also die Rahmenbedingungen sind für die beiden Regierungsparteien schlecht, für die Opposition grundsätzlich gut und daraus kann man schon einiges machen, denke ich. Ja. Ich meine, das ist interessant, dass Sie sagen, für die Opposition gut. Jetzt ist ja eigentlich bei der Opposition profitiert, nehmen wir wieder die Umfragen her, nur die FPÖ. Das ist das Umfragebild, das kann man auch nicht auf die Seite schieben, das ist so. Ist das in Stein gemeißelt? Ich glaube nicht. Und wenn man auf das Gesamtbild schaut, also gerade die beiden großen Parteien werden, denke ich, unter ihrem Wert gehandelt, weil wenn sie die SPÖ nehmen, die regiert in drei Bundesländern erfolgreich, stellt 5 der neuen Bürgermeister in den Landeshauptstädten, hat in großen Gemeinden wie Villach, Bischofshofen, St. Johann im Pongau, Leoben und so weiter, Ternitz, exzellente Bürgermeister, die zeigen, wie es geht. Also ich glaube, man sollte nicht zu früh den einen oder anderen abschreiben. Ja. Ich meine, der Unterschied ist schon, dass die SPÖ früher mehr zusammengeschweißt war. Also sie waren selbst bei der Mitgliederbefragung mit dabei, sie haben Veranstaltungen gemacht mit Hans-Peter Doskozil und seither hat man nicht den Eindruck, dass da jemals noch eine gemeinsame Linie zustande kommen könnte mit der Löwelstraße und Eisenstadt. Naja, ich denke, das ist ganz klar, dass eine gewisse Einigkeit vor allem in einem Wahlkampf eine Grundvoraussetzung ist. Und das Phänomen, das Sie beschreiben, trifft ja nicht nur die SPÖ, sondern ist ein generelles in der Politik, dass man sozusagen ein bisschen den Respekt vor anderen Meinungen und Einschätzungen verloren hat. Und das steigert sich manchmal bis ins Unerträgliche, weil in Konflikte ausgetragen wird, wo man dem anderen jeden positiven Willen abspricht. Und ich habe einmal gesagt, für mich persönlich, mir wäre das zu mühsam, alle anderen für Idioten zu halten. Und ich verstehe auch nicht, mit welcher Wut und Zorn man da teilweise aufeinander losgeht, also auch innerhalb des Parteienwettbewerbs zwischen den Parteien. Ist das schlimmer geworden, wenn Sie vergleichen mit Ihrer Zeit? Also ich fand das schon damals 2016, 17, wo ich dabei war, teilweise gewöhnungsbedürftig, aber mein Eindruck ist schon, das ist nochmal schlechter geworden. Und wenn Sie sich anschauen, jetzt die Eskalationen in Ostdeutschland zum Beispiel, also nicht nur ein österreichisches Phänomen, wo Politiker auf der Straße attackiert werden, jetzt dieser Attentatsversuch auf Trump. Also diese Polarisierung und Zuspitzung, die tut in der Gesellschaft nichts Gutes. Und jeder, der es ernst meint mit der Verantwortung, sollte sich da zurückhalten und auch klar machen, was man möchte und was nicht. Und ein Beispiel, wenn der Herr Wilimski die drei Spitzenfrauen in der EU persönlich beleidigt und dann sagt, die müssen unsere Peitsche spüren, dann würde ich mir wünschen, dass alle anderen Parteien sagen, du hast dich gerade ausgeschlossen, lieber Mann, du bist für uns kein Bündnispartner. Wir wissen ja auch Herbert Kickl hat von Fahndungslisten gesprochen und so weiter und dennoch ist da die Bevölkerung irgendwie nicht so sensibel, wie man es gerne hätte.
Ja, das ist erodiert komplett, weil die Grenzen immer weiter verschoben worden sind. Aber man darf ja nicht vergessen, Politik besteht aus Worten, die gedacht sind, zu Taten zu werden. Und ich glaube schon, dass man die Leute wirklich an dem, was sie sagen, messen muss, weil das der Beginn sozusagen einer Entwicklung ist, die dann in konkreten Handlungen mündet. Das sollte einem nachdenklich machen. Und ich glaube auch, dass die Mehrzahl der Leute das ja nicht will, weil wenn wir uns die FPÖ anschauen, die werden wahrscheinlich ein gutes Wahlergebnis erzielen. So, am Ende des Tages werden trotzdem 70% der Wähler mindestens sie nicht gewählt haben, die genau diese Art von Politik nicht wollen. Und das darf man auch nicht übersehen. Sie haben damals, wie Sie Kanzler waren, diesen Plan A vorgestellt, der ja an und für sich sehr ausgerichtet Wirtschaft, was muss beim Staat gemacht werden, dass der anders. Wenn Sie diesen Plan A mit dem Programm, das jetzt der Andreas Babler hat, vergleichen, wie viel hat er da mitgenommen? Eines ist sicher die Erbschaftssteuer. Ja, also ich habe es nicht studiert, das Babelsche Programm, muss ich jetzt dazu sagen. In der SPÖ ist es grundsätzlich so, dass man nur allen raten kann, liebe Freunde, am Ende verbindet euch mehr miteinander, als euch trennt und jedenfalls mehr als mit Vertretern anderer Parteien. Das wird bei diesen Programmen wohl auch so sein. Ich glaube nur, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, so komplex sind, dass sie mit Stückwerk und mit Einzelmaßnahmen nicht lösbar sind, weil wir sehen ein Riesenproblem mit der Demografie. Also wenn wir unseren Wohlstand behalten wollen, müssen wir mehr Menschen zum Arbeiten bringen. Und wir wissen, die Boomer-Generation geht jetzt in Pension. Das trifft den Gesundheitssektor, das trifft die herkömmliche Wirtschaft, das trifft den Bildungssektor. Wir haben mehr Aufwendungen für Sicherheit. Darf ich nur kurz einwenden? Also mehr Menschen zur Arbeit zu bringen und gleichzeitig aber die Arbeitszeit verkürzen, das ist immer diese Debatte, wird uns den ganzen Wahlkampf verfolgen. Ja, also da bin ich offen gesagt kein Freund, weil ich arbeite wieder im Bahngeschäft. Wir wissen, wie schwierig es ist, Techniker zu gewinnen, Lokführer zu gewinnen. Also ich sehe keinen Weg, wie man dort mit weniger Arbeitszeit die Erfordernisse erfüllen kann. Ich glaube, es ist eine Frage, was verdienen diese Leute und werden die anständig bezahlt, und darauf den Fokus zu haben, halte ich für sinnvoll. Übrigens tun wir das als Unternehmen auch schon, weil ich stehe in Konkurrenz, in internationaler. Wir haben einen Kampf um die besten Leute, und da haben sich natürlich gerade bei diesen Gruppen, die ich genannt habe, zuletzt die Gehälter ordentlich nach oben verschoben. Und ich halte das auch für richtig, weil es ist Markt, Angebot und Nachfrage. Wenn jemand einen Lehrabschluss hat, Elektriker ist, der wird gesucht, der kann sich es heute aussuchen. Und dementsprechend müssen die Unternehmen zahlen. Da ist wahrscheinlich gar nicht so sehr die Politik die treibende Kraft. Jetzt nur noch ein Punkt zur SPÖ. Ich glaube, Sie können mitfühlen mit Andreas Babler. Es ist ein Husarenritt für die SPÖ, als Spitzenkandidat in eine Wahl zu gehen. Weil man hat immer das Gefühl, wenn man da am Ende des Tages nicht erfolgreich ist, wird eigentlich schon im Hintergrund geschmiedet, was kommt danach, wer kommt danach, wie kommt danach und so weiter. Oder ist das für jede Partei so? Na, also ich glaube, den Druck haben alle Spitzenkandidaten, ist überhaupt keine Frage. Ich habe für meinen Teil das als bereichernde Phase in meinem Leben gefunden. Ich habe das wahnsinnig gern gemacht. Insofern habe ich jetzt auch kein Mitleid mit niemand, weil es wurde keiner gezwungen, alle haben sich selber ausgesucht. Es ist eine wirklich schöne Aufgabe. Du kommst in unglaublichen Kontakt mit den Menschen. Und ich kann es nur noch einmal sagen, ich glaube, das Potenzial auch für die SPÖ ist groß, dazu zu gewinnen. Das darf man erwarten. Die Regierungsparteien werden diesmal einen schweren Stand haben. Und schauen wir mal, wie der Wahlkampf dann am Ende verlaufen wird. Werden Sie im Wahlkampf aktiv sein? Nein, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht, nein. Nur da möchte ich gleich mit ein Gerücht einwerfen. Man hat immer wieder geglaubt, dass Sie mit einer eigenen Liste, also nicht antreten, sondern ein Teil einer eigenen Liste sein werden. Man hat damals den Namen Ottmar Karas genannt, Christian Kern, manchmal auch Sepp Schellhorn, der jetzt wieder bei den Neos ist. Da waren das nur Gerüchte, oder hat es wirklich einmal Gespräche gegeben? Also, hat dort wirklich wer versucht, ob Sie irgendwo noch mitmachen? Ja, also es ist, da gab es schon Bemühungen und Avancen, ist gar keine Frage. Aber eines ihrer Konkurrenzblätter hat einmal von Abendessen geschrieben, wer sich da alle zusammenrottet und schon Geld einsammelt. Das ist immer lustig gefunden. Also ich war da nicht dabei, obwohl mein Name dabei stand. Nein. Also natürlich ist man mit der eigenen Partei zufriedener als mit anderen, auch nicht immer restlos. Aber was ich in der Politik gelernt habe, ist, als ich am Anfang begonnen habe, habe ich gedacht, die Verteilung von Superstars und Suppenhühner ist eindeutig zugunsten des eigenen Freundeskreises.
Und wie ich dann ausgeschieden bin, habe ich verstanden, na gut, wahrscheinlich ist das eher normal verteilt in der Politik. Und vor dem Hintergrund muss man schon sagen, auch wenn man vielleicht da oder dort manchmal hadert, und das liegt vielleicht in den österreichischen und Wiener Genen, dass man das ganz gerne tut, weiß man schon, wo man hingehört. Der Wahlkampf wird ja erst richtig beginnen. Momentan blickt eigentlich die ganze Welt nach Amerika, was da passiert ist. Zuerst dieses, Sie haben schon erwähnt, das Attentat, der Attentatversuch auf Donald Trump. Dann das lange Dauziehen, dann plötzlich der plötzliche Rückzug von Joe Biden, jetzt Kamala Harris. Wie haben Sie das beobachtet? Was spielt sich da Ihrer Meinung? Ich meine, Sie sind da sehr international, sehr vernetzt und auch tätig. Was spielt sich da ab? Also ich denke, dass man beiden wahnsinnig dankbar sein muss, dass er den Schritt jetzt gesetzt hat, weil ich glaube, in Europa hat es keinen gegeben, der gedacht hat, der kann den Wahlkampf und dann vielleicht möglicherweise noch einmal 4 Jahre als Präsident durchhalten. Also die Dynamik ändert sich jetzt ganz offensichtlich und wir haben als Europäer diesmal einen wesentlich höheren Stake oder Betroffenheit in der amerikanischen Wahl als jemals zuvor. Wir hängen sicherheitspolitisch am amerikanischen Tropf, wir hängen wirtschaftspolitisch daran. Das heißt, für uns ist entscheidend, was dort passiert. Übrigens hält uns das gerade in den Spiegel vor, weil es uns auch zeigt, dass wir jahrelang die Hausaufgaben nicht gemacht haben, dass wir unsere eigene Sicherheit und Verteidigung schleifen haben lassen. Also das war ja auch gerade in Österreich, haben wir das Bundesheer schändlich behandelt. Muss man sagen, jetzt ändert sich zum Glück etwas. Also das muss man schon auch positiv zur Kenntnis nehmen, wenn man immer über die Regierung schimpft. Aber das hat mit den wirtschaftspolitischen Fragestellungen genauso zu tun. Wir sehen, dass das Verhältnis zwischen USA, China, auch Europa massiv trifft. Und wenn wir in Zukunft unseren Wohlstand erhalten wollen, dann werden wir einen Weg suchen müssen, wie wir mit beiden großen Blöcken das Einvernehmen finden. Und mit einem Trump wird das für Europa einfach unvergleichlich schwieriger, wenn das in America First konsequent durchzieht. Na gut, es ist stimmt, Europa muss schauen. Es ist natürlich auch im EU-Wahlkampf immer aufgetaucht, der Standort Europa, dass man an und für sich, der Standort ist wirtschaftlich, industriepolitisch in Gefahr, die Unternehmen wandern ab, eben auch in den USA, Indien und so weiter. Was ist da passiert? Ist es einfach, dass sich Europa zu sehr nur auf den Green Deal, auf den Klimawandel, wie kämpfe ich gegen den Klimawandel, konzentriert hat und auf die eigene Wirtschaft vergessen hat? Na, das halte ich eigentlich sogar für eine Chance. Also ja. Das ist nicht unser Problem, weil wenn Sie sich die Amerikaner anschauen, was der Biden gemacht hat mit dem Inflation Reduction Act und dem Chips and Science Act, der hat konsequent in Zukunftsindustrien investiert. Und das wirkt sich auch positiv aus. Also ich habe jetzt vor kurzem die Zahlen in der Solarwirtschaft rausgesucht. Die haben in der vergangenen Periode 12 Milliarden Dollar in neue Produktionskapazitäten und Jobs damit in Amerika investiert. Das ist 6-mal so viel als zuvor. In Europa haben wir in derselben Zeit eine Halbierung dieser Industrie gehabt. Und das kannst du durchdeklinieren bei vielen anderen Sektoren. Was ich so auffällig finde, ist, wenn du mit chinesischen oder amerikanischen Partnern, Freunden sprichst, für die sind wir interessante Tourismusdestination. Aber wenn die in die Zukunft schauen, dann haben die uns nicht mehr auf der Rechnung. Ärgert mich maßlos. Aber die Wahrheit ist, dass wir wirklich an den Fundamenten unseres Erfolgs nicht mehr gearbeitet haben und dass uns der Plan fehlt, was wir eigentlich in Zukunft sein wollen, außer ein Freiluftmuseum. Welche Fundamente meinen Sie da genau? Also ganz konkret die wirtschaftlichen. Also wenn wir uns anschauen, im Forschungs- und Entwicklungssektor haben uns Amerikaner und Chinesen bei Weitem überholt. Wenn wir uns anschauen, auch diesen Willen sozusagen zum Erfolg, wir sind zufrieden mit dem, was wir haben und glauben, das, was wir in der Vergangenheit gewirtschaftet haben, das reicht, um unsere Zukunft zu sichern. Tut es aber nicht, weil wenn ich davon spreche, dass der Wohlstand in Gefahr ist, dann rede ich ja davon nicht, dass ein paar Gestopfte, ein paar Superreiche noch reicher werden, sondern geht es darum, dass wir unser Gemeinwesen finanzieren können, unser Bildungssystem, unser Gesundheitssystem, unser Pflegesystem, unsere Infrastruktur, weil das ist ja das Vermögen des kleinen Manns, wenn man so sagen möchte, dass wir investieren in diese Dinge, die die Gesellschaft zusammenhalten. Und das wird immer schwieriger werden, wenn wir nicht wirtschaftlich erfolgreich sind, wenn nicht wir Menschen in Arbeiten bringen, wenn wir nicht Unternehmen haben, die gut funktionieren und wenn wir nicht darauf schauen, dass der soziale Ausgleich passt. Da ist ein spezielles Thema ist China.
Also Sie glaube ich, waren sind in einer Gesellschaft drinnen, die auch schaut auf die Verknüpfungen, die Verbindungen, Kooperationen mit China. Jetzt wird debattiert, irgendwelche Schutzzölle einzuführen, aufpassen, dass uns der chinesische Markt nicht überschwemmt. Es gibt dann ein paar andere, also China plötzlich geht nach Ungarn, schaut, dass sie ein Werk dort bauen. Man liest jetzt, okay, da könnten auch viele Zulieferer aus Österreich. Welchen Rat würden Sie der EU geben, wie man mit China umgehen soll? Also das ist im Moment ein wirklich schwieriges Verhältnis, weil es sehr stark vom amerikanischen Druck auch geprägt ist. Also da gibt es ja die Delegationsreisen nach Europa, vielleicht nicht nach Österreich, weil wir nicht wichtig genug sind, aber in Berlin jedenfalls und in Paris findet das regelmäßig statt. Ja, wir haben ein Thema mit chinesischen Überkapazitäten in bestimmten Sektoren, das ist so, aber ich denke, die Lösungsvorschläge, die jetzt am Tisch liegen, taugen nicht. Ich darf das anhand eines Beispiels sagen. Wir sagen, okay, chinesische Elektroautos sind ein Problem. Dann kommt die EU-Kommission, erhebt Zölle, BYD, der größte der chinesischen Player, wird mit 17% Zoll versehen bei der Einfuhr nach Europa und gleichzeitig BMW und Volkswagen, die auch in China produzieren, mit über 30%, 37%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das ist ja fast skurril und kurios. Ich verstehe schon, warum die EU-Kommission dazukommen ist. Die haben ihre Regeln eingehalten, ihre bürokratischen. Aber wenn du es politisch denkst, ist das ja total absurd, weil gerade in dem Bereich Elektroautos brauchen wir ja die technologische Kooperation mit den weiter Fortgeschrittenen. Das ist Tesla, das sind nun mal chinesische Produzenten. Und VW geht ja dort nicht hin, um billig zu produzieren. Das ist ja vorbei. Die Gehälter dort sind ja mittlerweile deutlich höher als in Osteuropa, wenn Sie rund um Shanghai zum Beispiel schauen. Sondern die gehen dorthin auch, um Entwicklungskooperationen aufzubauen. Und dasselbe ist mit dem sogenannten CBAM-Mechanismus, also diesen Carbon Border Adjustment-Mechanism, wo Zölle eingehoben werden auf energieintensive Produkte. Dort hast du aber das Dilemma, dass dann Rohstoffe und Vorprodukte zwar belastet werden, Endprodukte aber nicht. Das heißt, du kaufst teurer die Rohstoffe ein und die Vorprodukte, musst sie in Europa verarbeiten, hast dann dementsprechend auf den Exportmärkten überhaupt keine Chancen und gleichzeitig kommen sozusagen fertige Produkte aus China, aus anderen Räumen nach Europa und kosten unserer Industrie Marktanteile. Was ich damit sagen möchte, entschuldigen Sie, wenn ich so komplex bin, wir würden uns einmal wirklich jemand brauchen, der sich hinsetzt, dass einmal alles durchdenkt, den ganzen Populismus auf die Seite lässt und sagt, wenn wir diese Maßnahme A setzen, führt das zur Konsequenz B. Und das sollte man tun im Verständnis, dass wir A, den Klimawandel bekämpfen müssen und B, unseren Wohlstand erhalten müssen, um den sozialen Ausgleich in Europa zu finanzieren. Sie haben den Klimawandel als Chance vorher, also den Kampf gegen den Klimawandel als Chance genannt. Es ist natürlich so, es liegt schon der Vorwurf gegenüber, es gibt den Vorwurf gegenüber Brüssel, man hat sich zu sehr nur auf dieses Thema konzentriert und hat eigentlich nicht geschaut, kann die Industrie, kann die Wirtschaft mithalten. Ja, es ist leider in der Tante Jole, bei Dorberg heißt es, gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Und ich glaube, das sollte man auch im Kopf haben, wenn man die EU-Klimapolitik betrachtet. Darf ich Ihnen ein Beispiel nennen? Mein Unternehmen zum Beispiel muss ab dem nächsten Jahr nicht nur einen Finanzbericht ablegen, der von den Wirtschaftsprüfern testiert wird, sondern auch einen Nachhaltigkeitsbericht. Soweit, so gut. Damit wir den erstellen können, müssen wir durch ein Handbuch gehen mit 1000 Datenpunkten, wo wir beurteilen müssen, es sind wirklich 1000. Das ist nicht dahingesagt, sondern es sind 1000 Datenpunkte und ein 36 Seiten Anleitungsband, wo wir bei jedem Einzelnen sagen müssen, ist das relevant für uns oder nicht. Und dann müssen wir diesen dementsprechenden Bericht machen und am Ende ist das so beliebig und so ein riesen bürokratischer Aufwand, dass wir dem Ziel nicht näher kommen. Und deshalb meine ich, die Amerikaner haben es schlauer gemacht, weil die haben ganz klare Mechanismen eingesetzt, wenn du hier investierst, kriegst du entsprechende Förderungen und ein Grundstück und den Stromanschluss und Gasanschluss. Und wenn du dann sozusagen Produkte herstellst, dann sorgen wir dafür, dass die im Markt auch noch sozusagen steuerlich begünstigt abgesetzt werden können. Simpler Mechanismus, hat der Biden und seine Administration empfunden. Ich würde mir wünschen, dass wir das nachmachen und nicht permanent irgendwas Neues erfinden, was uns erst recht wieder in Sackgassen führt. Ein Teil des Green Deals ist ein Bereich, wo Sie ja Spezialist sind, als ehemaliger Chef der ÖBB, das ist das europäische Bahnnetz. Da kommt man nicht weiter. Also das heißt, man hat eine Zerstückelung, also der Bahn, man kann nicht einmal gemeinsam, wenn man durch Europa fahren will, irgendwie gemeinsam buchen und so weiter, es gibt keine gemeinsame Sprache. Warum
steckt das so fest und warum gibt es da, kommt man da nicht weiter? Also es hat ja Versuche gegeben, ich war ja seinerzeit auch der Präsident der Europäischen Bahnen, wo wir uns sehr darum bemüht haben, dass es eine europäische Vereinheitlichung gibt. Und dann war das Problem, das hat man da zwar in Teilen gemacht, aber in entscheidenden anderen Teilen nicht. Da geht es um die nationalen Sicherheitszertifikate zum Beispiel. Und das ist weiter alles national organisiert. Und da sitzen Leute beisammen, die sagen, das wollen wir nicht ändern, das haben wir immer schon so gemacht und da verlieren wir ja sozusagen unsere Aufgabe und unsere Wichtigkeit. Und dem steht eine Politik gegenüber, die das zulässt. Weil eigentlich ist auch da wieder das Thema, es fehlt uns komplett der Plan. Es fehlt uns der Vorsatz, der Willen, dass wir uns hinsetzen in Europa und sagen, das ist doch absurd. Darf ich Ihnen ein Beispiel nennen? Wir haben einen Kunden gehabt, der mit unseren Lokomotiven in Schweden unterwegs war und in Dänemark unterwegs war. So, dann wurde zwischen Schweden und Dänemark die Öresundbrücke gebaut. Und der hat für diese Lokomotiven eine extra Zulassung gebraucht, um über diese Brücke drüber zu fahren, die evidentermaßen zur Hälfte in Schweden, zur Hälfte in Dänemark war. Das hat Monate und in Anspruch genommen, hat ihre Kosten produziert. Der konnte die Verkehre nicht führen, musste den Kunden die Tickets wieder zurückgegeben, wo es dann am Kopf gegriffen war und gesagt, das sind wir jetzt völlig irgendwo angerannt. Der fährt in Schweden, der fährt in Dänemark, aber zwischen Schweden und Dänemark sagen wir ihm, du brauchst jetzt eigene Bescheinigungen. Und meiner Meinung nach fehlt da der politische Gestaltungswille. Ich habe das erlebt. Es ist ein bisschen, man hört auch, es ist so, man sieht irgendwie die Bahn als nationales Gut. Ja? Und es ist meistens ein Staatsbahnen gewesen oder sind noch teilweise Staatsbahnen und das ist auch ein Problem. Ja, natürlich. Die haben Not in my backyard-Syndrom. Das ist, findet dort natürlich statt. Aber es ist auch so kompliziert, dass es der durchschnittliche Politiker nicht angreifen mag. Weil der sagt dann, jösses na, das dauert Jahre, bis da was rauskommt. Ich habe meine nächste Wahl bis dahin. Da habe ich nur schlechte Nachrede. Das lasse ich lieber gleich bleiben. Und in Europa war der Mechanismus über Jahre, entschuldigen den Sarkasmus, aber 27 Länder nominiert jeder einen Kommissar, wird zuverlässig der mit den wenigsten Kompetenzen rausgesucht und den macht man dann zum Verkehrsverantwortlichen. Und so schaut die Verkehrspolitik in Europa aus. Ja. Ich meine, man greift es nicht an, das beste Beispiel ist ja unser Nachbar, die Deutsche Bahn, die jetzt einen Stau an Investitionen hat, die sie machen muss. Man merkt sie am Verkehr, man hat sie ja bei der Europameisterschaft gesehen, dass vieles nicht funktioniert hat. Warum ist das eigentlich in Österreich, also das sagen auch, wenn man mit Mathé redet und so weiter, in Österreich war das irgendwie anders, dass es mal geschafft hat, die ÖBB ein bisschen aus der Tagespolitik heraus und zu sagen, wir brauchen die Investitionen. Warum war das anders in Österreich? Also ich weiß noch, wie ich dazugekommen bin, 2010 Chef der Österreichischen Bahn geworden bin, weil das natürlich in Wahrheit in den Knochen kaputt, politischer Einfluss überall, wo du hingeschaut hast, jeder hat dran gezogen und gezerrt. Und dann ist etwas gelungen, dass die Verkehrsminister nämlich es geschafft haben, dem Unternehmen Ruhe zu geben, indem sie Manager arbeiten haben lassen und dafür gesorgt haben, dass die Finanzierung passt und dass man sich dazu bekannt hat, wir investieren in die Infrastruktur. Und jetzt muss man dazu sagen, das waren nicht nur Rote, also es hat mit der Frau Burs begonnen, sondern das war bis heute, egal ob das ein Roter, Blauer, Grüner war, das ist außer Streit gestellt worden. Die ÖVP natürlich, die da auch immer in der Regierung mit dabei war, hat da auch dazu gelernt. Also das ist, glaube ich, eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Zeigt aber auch, dass ein Staat verpflichtet ist, in die Infrastruktur zu investieren, im Übrigen genauso wie in die Bildung und die Forschung und Entwicklung und den sozialen Ausgleich. Und wenn du das nicht tust, wie es die Deutschen jahrzehntelang nicht getan haben, auch unter der Führung von Angela Merkel, dann holt dich das irgendwann einmal brutal ein und der Schaden ist riesengroß. Wenn es um die Infrastruktur, da habe ich eine Zusatzfrage, weil die momentan gerade aktuell diskutiert wird. Wie sehen Sie das beim Straßenbau? Das ist das große Thema in der Regierung. Die Grünen sagen, keine neuen Straßen, also keine hochwertigen neuen Straßen. Die ÖVP sagt jetzt, okay, bei der nächsten Regierung müssen die gebaut werden. Soviel ich weiß, auch die SPÖ ist dafür, dass diese Straßen, die da in dem Gesetz drinnen stehen, gebaut werden. Wie, auf welcher Seite würden Sie da stehen? Also ich bin für Pragmatismus und ich glaube, für uns muss es klar sein, dass der Verkehr sauber werden muss. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass Elektromobilität, sei es als Bahn, sei es auch im Individualverkehr, du einen Weg finden musst, wie sich das durchsetzt. Ich halte das alles für Scheingefechte vor einer Wahl, wo der eine versucht halt seinen Wählern, die am Land sind, stärker ein Zuckerl zu geben und die anderen auf die Städter schauen, die das vielleicht weniger brauchen. Also ich finde, die Diskussion, muss ich gestehen, als interessierter Bürger interessiert mich echt nicht mehr, weil das riecht 1000 Kilometer schon gegen den Wind nach Wahlkampf. Okay.
Wahlkampf, da komme ich zur Abschlussfrage. Es ist so, man sagt, jeder, egal wie erfolgreich man dann ist und egal wie zufrieden man mit seinem Leben ist, jeder, der mal in der Spitzenpolitik war, hat Sehnsucht wieder in die Spitzenpolitik. Also das ist wie eine Droge. Jetzt bei Ihrem direkten Konkurrenten damals, Sebastian Kurz, merkt man es ja, also wenn Auftritte und immer wieder gern was zu sagen und so weiter, ist das so? Und wird man Sie nochmal in der Spitzenpolitik sehen? Also sagen wir mal so, als politisch interessierter Mensch, das legst du nicht ab, das bleibst du immer. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass die Politik wirklich ein echtes Problem hat. Dadurch, dass das Image so katastrophal ist, teilweise nicht unverschuldet, hast du ja das Dilemma, dass die Leute, die ausscheiden, im Wald gar keine andere Perspektive mehr finden. Also die können weder weiter in der Politik oder im Umfeld bleiben oder werden dann Lobbyisten, was ehrlich gesagt keine besonders schöne Arbeit ist, wie du klopfst da hinter Türen an, hinter denen du selber früher gesessen bist. Ich habe das Glück gehabt, dass ich vorher eine Karriere in der Wirtschaft hatte. Ich habe mittlerweile 4 Unternehmen, die ich als Chef führen durfte, die fortsetzen konnte mit Private Equity Eigentümern, die in Paris und London sitzen. Und vor dem Hintergrund ist die Antwort, ich bin wirklich froh, dass ich auch in meinem Leben etwas anderes habe, außer der Politik, das mich super interessiert, das mir Riesenfreude macht. Und wie soll ich sagen, der aktuelle Zustand der Politik ist keine Einladung, das alles noch einmal durchzuziehen. Herr Kern, vielen Dank fürs Gespräch. Danke für die Einladung. Und Ihnen danke fürs Zusehen.